Für mich nehmen. Guck mal, ist eine Ruine deines Lebens. Zelt. Das ist hier, das ist René Vedder sein Lebenslauf. Also ich musste jetzt lachen, aber der Lebenslauf, der hat's wieder rausgerissen. Ja, ja. Hey, hier ist ein Box of Match, hast du schon? Ja. 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 Ach, kommt sogar hinterher. Man muss ihn jetzt wohl kurz da hinten. Was? Ja, Alter. Kein Stress, Mann. Chill doch mal. René Vella. Der Mann hat's dir heute angetan, ne? Ja. Da, von dem wirst du noch träumen, sag ich dir. Spätestens also einen starken Arm. Beim perfekten Promi, der da. Mit seinem nach Alkohol stinkenden Atem. Ist das die Kirche? Nee. Nee. Wo sind die ganzen Leute hier, hä? Wer will ein bisschen Arschfickerei erleben? Oh Gott. Göttlich. Oh ja, da ist die große Stadt, in der wir schon 100 Mal waren und jedes Mal wieder gestorben sind. Wir haben jetzt ein Hangover. Reden wir da jetzt Hangover 4. Ja. Oh, Primeval ist auch wieder am Start. Hulkomania. Okay. Hier ist nur die Prominenz unterwegs, sag ich dir. Sagst du jetzt einen Spieler zu Bayer Leverkusen, der heißt Hulk. Alter, den würde ich auch kaufen. Und der Hulk wird eingewechselt. Oh ja. Yeah. Wenn der einen Kopfball macht, ne, wie hoch der springen kann. Oh ja. Und dann macht der Kopfball halt, dann explodiert das Tor einfach nur. In dem einen Hulk-Film fand ich das voll absurd, wie hoch der springen kann. Da sah der immer aus wie so ein Gummibär. Ja, stimmt allerdings. In dem ersten Hulk-Film. Aber der hatte halt sehr starke Schenkel. Naja. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie das in Avengers war. Ich glaube, der ist ja auch ziemlich hochgesprungen. Der ist ja auch da ist er doch immer so abgegangen. So, und da haben wir uns auch immer so gefeiert. Ja, das war nur, wo er Leute zerprügelt hat. Ja, aber da ist er auch doch erst an das Haus rangesprungen. Stimmt. Wie ist er sonst da hochgekommen, ne? Und er hat doch auch. Ach nee, das war jetzt zu viel gespoilert. Oh ja. Das sollte man nicht spoilern. Ja. Spoiler Alert! Ah, finde ich gut, dass Iron Man wieder dabei ist beim neuen Avengers-Film. Echt? Kriegen die jetzt alle 50 Millionen? Nee. Nicht keiner da Geld? Der hat einfach einen guten Vertrag ausgehandelt, ne? Ja. War das nicht so, dass er das aber nicht wollte, dass die anderen nichts verdienen? Ja, ja, öffentlich, ja. Aber sonst ist dem das doch scheißegal. Sicher? Ich weiß nicht. Also das finde ich dann aber auch unsympathisch. So ein bisschen so ein Hang zur Realität sollte man schon wahren. Nicht so wie Will Smith, der 80 Millionen kriegt und dann auch noch Scientologe wird. Weißt du? Den kannst du auch nur noch mit dem Autobus überfahren und dann im Seitengraben verscharren. Mehr ist der nichts mehr gut. Und früher war der mal der Prinz of Bel-Air, der hat der bestimmt irgendwie. Nein, dann fand ich mal richtig gut, den Kerl. Und jetzt ist der einfach nur noch arschgefickter Vollidiot. Der ist wie Tom Cruise jetzt, weißt du? Den kann ich mir nie wieder angucken. Geht, also, naja. Ich kann mir keinen Film mit Tom Cruise angucken. Aber mit Will Smith kann ich mir die Filme schon angucken. Ich weiß nicht, der neue ist ja jetzt auch ziemlich schlecht. Ja, der ist auch mit seinem Sohn. Von dem der ist auch mit Scientology-Werbung quasi und was weiß ich, ey. Ja, aber mein Gott, Mission Impossible war auch kein schlechter Film, der neue. Das war sogar der beste von Mission Impossible. Ja gut, die fand ich aber alle nicht so berauschend. Der erste war noch so Action weniger und so Agentenfilm und so weiter, aber naja. Gut, das macht dann auch die Zeit. Ne? Damals gab es nichts Besseres. Ach, was? Ich dachte, da steht ein Auto, aber da steht nichts. Wo steht nichts? Das hier. Wie viel aber zu saufen? Wenigstens ist das nicht so ein Schauspieler wie, keine Ahnung, die dann so richtig schlechte Fortsetzungen machen. Weißt du, Will Smith, der hat so viele Filme gemacht. Aber davon gibt es immer keine Fortsetzung oder so. Guck dir mal I Am Legend an oder so. Keine Ahnung, jeder zweite andere Produzent oder so hätte bei dem Erfolg jetzt gesagt, ich mache davon 7 Teile oder so. Aber ich glaube, nochmal hätte das auch nicht funktioniert. Hier ist noch eine Enfield drin.
Ja, Munition, danke. Fand I Am Legend aber nicht so geil eigentlich. Ich fand den geil. Die Monster waren ziemlicher Bullshit und. Ich fand. Ja, es war halt schönes Endzeit-Szenario, so, ne? Ein Revolver. Kennst du, den wollte ich eigentlich gerne mal gucken. Book of Eli oder so? Boah, das soll voll der Christenschinken sein, ey. Da brauchst du mir gar nicht mitkommen. Echt? Ich dachte, das ja, soll, der soll zum Ende hin soll der megamäßig so diese ganze Christus-Scheiße abfeiern und so. Oh, Jesus wird uns alle. Ja, weiß nicht genau wie, aber. Auf dem Cover und so sah es aus wie so ein übelst harter Apokalypsen-Film. Ja, ist es auch, aber so ab der Mitte soll das in so ein, weiß nicht, so ein Christenfilm halt abdrücken. Und Alter, wenn mir da irgendwer mit Gott und so und Gott und die Welt kommt, ne, dann. Ich hab grad einen Mountain Dew gefunden. Ja, da hab ich auch schon zwei von gefunden. Die sind echt nicht mehr selten, ey. Das ist ja echt voll der Scheiß. Ey, Kleidung, René. Kleidung. War das. Geil. Okay, nice. Ich hätte auch gern was Grünes. Weiß steht mir einfach nicht. Oh Gott, ich sag dir, Grün ist das neue Schwarz. Für mich ist Schwarz das neue Schwarz. Nimm nochmal ein bisschen Essen mit und Needpack. So, jetzt habe ich, hab ich eigentlich alles, was ich brauche. Ja, stimmt, ne? Wollen wir uns verkacken? Ja, wollen wir. Verkacken. Wollen wir. Lass uns verkacken gehen. Wo kacken wir denn hin? Weil wenn wir wollen ja jetzt Leute abgreifen, ne? Wir wollen ihnen ins Gesicht schießen. Ja. Wir machen jetzt einen. Da können einen. Wir nur Richtung Damm und da die freie Fläche oder Lubjansk direkt, aber da ist auch gefährlich, ne? Alter, ich hab irgendwas am Hals stecken, ich sterbe. Und bei Moviepilot, da lese ich ja immer sehr viel, und da hat der Typ von Walking Dead gesagt, dass die vierte Staffel noch furchteinflößender Zombies hat. Verstehe ich nicht. Wie können die denn Furcht einflößen? Vielleicht machen die da auch mal so einen Boomer rein oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde. Die hatten da schon mal einen Boomer drin, wenn du mal direkt drüber nachdenkst. Echt? Ja. Ja. Echt? Ja. Kann ich echt gerade nicht sagen. Mal ist das ein Spoiler, wenn ich das sage? Das ist sowieso voll unwichtig. Ja, wenn, dann hast du es ja sowieso schon gespoilert. Ja, ist sowieso voll unwichtig, weil die ziehen einfach nur so ein Zombie aus dem Wasser raus. Hä? Und der reißt dann in der Mitte auseinander. Ja, aber das ist ja dann kein Special Infected quasi gewesen. Doch. Ja, ist ja Quatsch. Ah, fände ich, glaube ich, mal ganz geil, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich sehe das so als realistische Apokalypse quasi. Ja, so aber... realistisch, wie man halt eine Zombie-Apokalypse ja, aber kann. Bei Walking Dead möchte ich mal auch mal so wissen in der Staffel so, warum ist das so alles so, weißt du? Ja, das wäre mal besser, dass man mal ein bisschen was aufklärt. Ohne Scheiß, die Zombies... Die waren einfach da. Dann haben sie das Militär fertig gemacht und jetzt sind alle tot. Dass man vielleicht mal irgendwie was mit Flashbacks erklärt oder sonst was. Also klein so oder... Keine Ahnung, dann finden die irgendwie einen Doktor oder so und der erklärt denen irgendwas. Ja, so einen halbtoten Wichser oder so, der einfach mal ein bisschen was sagen kann. Das wird schon reichen. Mir kam eben so eine komische... Achso, weil du so dicht damit drin bist, okay. Ich weiß ja nicht, wie das in den Comics ist, deswegen... Muss doch aber auch voll langweilig sein, wenn. Das ist langweilig, aber auch geil, weil wenn du die Comics gelesen hast, dann kennst du ja eigentlich schon im Prinzip das, was in der Story. Weiß gar nicht, ob das hundertprozentig auf den Comics basiert. Aber ist auch geil, wenn du dann das gelesen hast und das dann auf einmal in der Serie ist. Ja, aber wenn sie dann so ein bisschen was ändern, das ist so wie mit den Harry Potter-Fans, die dann sagen, im Buch war alles besser und der Film ist voll doof. Nur weil sie den Film nicht 48 Stunden lang machen können. Weißt du? Ja. Und in der Serie hat man ja nicht genug Zeit, ne? Das stimmt. Das stimmt. Naja, aber manches aus dem Buch kannst du auch nicht über einen Film übertragen. Das hat dann einfach, oder Serie, das hat einfach keinen Unterhaltungswert. Was denn?
Keine Ahnung. Es gibt manchmal so Szenen, also ein Buch, das kannst du jetzt zum Beispiel nicht gut auf eine Serie übertragen. Welches? Ja, weißt du, ich lese nicht so oft Bücher, aber das habe ich mal gehört. Habe ich mal gehört. Das hast du im Turm, da kann ich mir eine Waffe abgreifen. Da war ich schon drauf. Da sind die AKs drauf, ne? Wenn du die haben willst. Ja. Ja, gib mir aber vorher die Enfield-Munition, die hätte ich nämlich ganz gerne. Ja, oder ich pack die Enfield-Munition in meinen Rucksack. Kleiner Wichser. Brauch die, du weißt, dass ich der Obersniper damit bin. Ja, warte. Muss dir die kurz hier. Also zumindest ein Magazin. Erstmal die Lage checken, ob da oben alles klar ist. Erklärchen da. Vielleicht sind die AKs auch schon vergriffen. Ja, abgegriffen. Vergewaltigt. Da kam irgendwer hin mit seinen schmierigen Griffeln und hat die weggegriffen und in seinen Hintern geschoben. Check die Lage. Wie viele Leute sind auf dem Server? Genug. Wie immer. 31 nur? Okay, relativ wenig. Okay, hier ist niemand. Oh, jetzt habe ich die Zombies gesehen. Ich hätte dir vorher die Waffe geben müssen, die Munition geben müssen, oder? Ja, deswegen habe ich das ja gesagt. Gib mir vorher die, weil jetzt musst du die Munition halt in deinen Rucksack packen. Okay. Weste. Okay, ich versuche mal so ein bisschen den Überblick zu verschaffen. Funktioniert nicht. Wenn du oben bist, guck mal zum Schrottplatz rüber, ob da was abgeht. Da geht ja oft mal die Party. Warum regnet das eigentlich die ganze Zeit, Alter? Das ist ja schon langsam absurd. So, ich habe hier jetzt mal eine Double Barrett hingedroppt. Ich denke, du hast eine Enfield gehabt. Ja, aber die habe ich jetzt in den Rucksack gepackt. Ah. Hä, was? So, ich krieg mein Magazin zurück. Ja. Ja, kleiner Wechsel. Weil war eine AKM hier nur mit einem Magazin? Ja. Du musst schon die normalen AKs von ganz oben nehmen. Wie? Ja, oben sind noch zwei normale Cobra-AKs. Alter, muss ja hier ganz oben hoch, Alter. Oh Gott, jetzt mach dich mal nicht ins Höschen. Weil du so alt bist, du hast doch sowieso Windeln an. Die Incontinence Pants. Ich war so, als ich gerade mal runtergefallen bin. Bitte nicht. So. Wo bist du? Und? Ja, wo unten? Komm jetzt zur Treppe. Jetzt bin ich bei der Treppe. Oder bist du, du alter Sack? Hast du mal zur Müllkippe rübergeguckt? Nee. Komm jetzt erstmal ein Magazin aus dem Rucksack. Komm her, du dreckiger alter Wichser. Ey, ich kann dich als Freund taggen. Ja, kann ich. Du musst akzepten. Die Accept? Ah, cool. Ja, jetzt haben wir wieder einen seltsamen Punkt. Ist ja geil. Hält mir. Hammergeil. Jetzt hast du wieder so eine Bumsblase da dran. Tumor. Ja, hast du mir ja gerade eingepflanzt. Wollen wir jetzt zum Staudamm oder? Ja, fehlt. Staudamm. Bin ich auch. Wir gehen hier so an der Seite lang. Da habe ich letztes Mal so viele Leute weggesnackt, ey. Ganz klar Staudamm. 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 Da ist bestimmt auch NBE1 drin. What? Na, Megatron. Der ist auch im Hoover Staudamm. Ach nee. Doch. Doch. Der war nämlich doch. Das war nicht diese Geschichte. Nee. Oh! Präsident Hoover, der den Hoover-Staudamm deswegen gebaut hat. Voll absurd. Hey, nein, das ist wirklich so. Ja, klar. Die haben den Staudamm nicht gebraucht, weil Las Vegas. Aber ich finde das voll unlogisch, dass die jetzt zum Beispiel so einen riesigen Kampf am Ende in der Stadt haben, ne? Und im nächsten Teil ist das trotzdem immer noch geheim, dass es die Transformers gibt. Ja, das wurde vertuscht. Keiner gesehen. Also, die haben da nur einen Film gedreht, und zwar der hieß nämlich Transformers. Ey, der nächste Transformers, der wird richtig geil, ey. Das wird ein richtig männlicher Film einfach. Oh Gott. Hä? Was sind denn die anderen? Sind das Frauenfilme? Hey, ja, aber das spielt immer da eine Frau. Da kämpfen riesige Roboter gegeneinander. Aber da spielt Mark Wahlberg mit, und ich finde den Film übrigens geil. Ja.
Ich weiß nicht, ob das den Film jetzt wirklich interessanter macht. Weißt du, der hat ja auch nur eine M4 in der Hand und eine Militärrobe und dann Der war da ist ein Roboter! Und dann schießen die auf den. Und das ist die gesamte Handlung von diesem Film. Nein, den einen Typen fand ich immer geil in Transformers, diesen Militärcaptain da, Lennox, so wie der heißt. Der fand cool. Die alle voll zum Kotzen. Ja? Ja, die gehen einfach. Nee, das ist so Militär-Porn, weißt du? Das ist einfach. Sowas geht irgendwie auf. Ich fand Shia LaBeouf auch immer cool. Ja, der ist ja auch cool, der ist ja auch kein Militärfuzzi gewesen. Aber da kämpfen riesige Roboter gegeneinander. Ja, das ist schon schön. Aber da muss man ja nicht diese Militärschiene so abfeiern da. Ja, wir schießen mit Hellfire-Raketen und Tomahawks und AC-130 und so. Ja, aber das ist nun mal so. Es gibt keine Roboter, also ist das auch nicht so. Warte mal, da vorne auf dem Turm? Der sieht irgendwie verdächtig aus. Welcher Turm? Ich hab meinen Nokolas. Ich auch. Ah ne, war nur so eine Wichskiste. Ach so. Vollgewichste Kiste, sag ich dir. Transformers? Ich weiß gar nicht, ob es in der Transformers-Serie, ob es da... Da geht's aber, glaube ich, nur um Transformers. Er ist auch in den Spielen so, da sind die ja auf Cybertron noch. Ja, eben. Keine Militärfuzis mit Persönlichkeit, die brauche ich nicht. Ja, aber ob das so geil wäre, wenn dann nur Transformers wären? Ja. Ich würde es besser finden, wenn da nur Transformers wären. Gut. Also ich fand den ersten Transformers fand ich genau richtig. Ja, da war halt auch noch nicht so krass Militär, finde ich. Ja. Naja, doch, ging eigentlich. Am Ende war das mit dem Militär heftig, aber am Anfang war es halt noch diese ganze Einführung so. Ja, da war es ja noch, ja, das war alles so nachvollziehbar. Soweit man das sagen kann bei einem Roboterkampffilm. Warte mal, das kommt doch jetzt dieser komische... Wo diese gigantische Ultra-Riesen-Roboter gegen diese Monster kämpfen. Pacific Rim. Da dachte ich mir auch so, was ist das denn jetzt? Weißt du, hast du die Trailer davon gesehen, wie groß diese Roboter sind? Ja, richtig krank. Und dann wie die diese Roboter steuern, was auch übelst behindert und sinnlos ist. Weil sie stehen da drin und laufen denn da drin so und dann läuft der Roboter aus. So. Ja, fand ich geil. Da dachte ich so, wer baut so eine behinderte Konstruktion bitte? Das kann ich auch mit dem Gamepad steuern. Das ist reines Popcorn-Kino. Ja, das interessiert mich mehr als ein neuer Transformer. Weil da sind noch riesige Monster drin, weißt du? Riesige Monster gehen immer. Aber in Transformers Optimus Prime. Ja. Und es kommen neue, ganz neue Transformers und ein neuer Feind. Und wird ja alles neu gemacht, Transformers 4. Neuer Feind. Wer ist das dann? Habe ich letztens gelesen, irgendwas mit D. Der soll also aus den Comics auch schon ganz berühmt sein. Und soll so ein richtig heftiger Spacken sein. Weiß ich nicht. Für mich war das alles so ein bisschen abgeschlossen irgendwie. Der Supermod war tot. Ja, nee, aber es gibt ja... Megatron war ein verkrüppelter Wichser. Ja, Megatron ist ja aber eigentlich nicht der Hauptfeind von Optimus Prime. Das denken ja immer nur alle, die immer nur die drei Filme gesehen haben. Ich zum Beispiel. Aber Transformers, die haben ja 1000 Millionen Feinde. Wenn du diese Serie mal guckst oder mal... 1000 Millionen, Milliarden. Davon gibt es ja so viele Sachen, davon gibt es Spielzeuge. Wollen wir da jetzt lang oder wollen wir halt Richtung Lubiansk? Wir wollen da lang. Jo. Auf jeden Fall gibt's ja, kam auch letztens hier, du kennst ja noch Cars, oder? Ja. Da gibt's jetzt, kommt jetzt ein anderer Film raus, der heißt Planes. Okay. Aber Flugzeuge sind bei weitem nicht so, obwohl doch, Kampfjets sind cool. Aber. Das ist ja voll scheiße, wie das Militär abgefeiert wird. Ja, Kampfjets sind was anderes. Aber Kampfjets. Also ich möchte kein menschliches Militär. Aber Kampfjets schießen Hellfire-Raketen. Aber die müssen ja nicht so genannt werden, weißt du? Die können von mir aus Raketen feuern, aber man muss ja nicht quasi Werbung für Hellfire-Raketen damit machen, weil man sagt dann, Hellfire-Raketen! Sind Hellfire-Raketen nicht nur eine Bezeichnung? Nee, die heißen schon so. Ja, aber die können nicht. Eine G3610. Aber das kommt doch auch blöd, wenn die sagen, schießen sie Raketen. Dann ist das doch voll ungenau. Ja, aber dann ist es doch scheiße für den Film. Ich weiß nicht. Ich finde da gibt es immer so einen Punkt. Und wenn es dann zu viel wird, dann wird es scheiße. Das ist ein schmaler Grat. So, ich hoffe, da fickt uns jetzt keiner in den Arsch, ey. Pacific Rim kommt irgendwie nächsten Monat irgendwann raus. Das wird aber auch wieder so ein Fest der Sinne.
Riesenmonster! Riesenmonster! Das ist praktisch gut.